Herzlich willkommen am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Heiligabend und es geht genauso schön für euch weiter. Ihr seid alle wohlauf und gesund. Und wow, schon wieder die Welt als Energieschloss. Alles ist möglich. Spiritualität, Vereinigung, die Vereinigung zweier Welten zu einem Ganzen. Tolles Energiethema. Ich habe gestern auch richtig schön gut gearbeitet. Es war eine super Energie und freue mich, wenn es jetzt genauso weitergeht mit euch. Wir schauen hinein, was wir an Thema haben für den Abend. Ja, Reinigung, Beschützer und Ausgeglichenheit. Also wir kommen wirklich durch diesen göttlichen, magischen, spirituellen Schutz und dadurch, dass unser Energiefeld jetzt auch gut gereinigt ist, in eine absolute Balance und Harmonie. Schöner kann es eigentlich fast nicht sein. So, und natürlich machen wir weiter und schauen, was bringt uns der zweite Weihnachtsfeiertag denn so? Was sind da die Tagesbotschaften? Was ist das allgemeine Thema? Auch wieder die Weiblichkeit, das Entdecken deiner inneren Spiritualität, ja. Es wird richtig intensiv, es wird magisch, deine Intuition gewinnt heute und vor allen Dingen fühlst du dich angekommen. Du kommst jetzt in einem sicheren Hafen an. Das ist doch mal eine mega tolle Botschaft, wie ich finde. So, da wollen wir auch gleich anschließen und schauen, was bringt es den einzelnen Zeichen, was bringt der zweite Weihnachtsfeiertag den Feuerzeichen, Widder, Löwe und Schütze. Also, unerahntes Wissen, unerahnte neue Möglichkeiten tun sich auf. Eine Einladung wird kommen und ein Richtungsweiser für das neue Jahr ist bereits ganz positiv bei euch. Für die Erdzeichen positive Nachrichten, auch hier Anziehungskraft, Heilung, Sexualität dabei. Also hier geht es auch richtig rund, würde ich sagen, ja. Deine negative Stimmung bei den Luftzeichen, die löst sich heute auf. Also Zwillinge, Waage und Wassermann haben vielleicht ein bisschen schlechte Laune gehabt oder vielleicht auch einen über Durst getrunken. Hier löst sich es in jedem Fall heute im Verlauf des Tages gut auf. Und auch hier klare Gespräche mit einem weiblichen Familienmitglied können heute da sein. Auf jeden Fall Ehre, Anerkennung. Du bist richtig gut in Form, wenn du zu den Wasserzeichen gehörst, nämlich Krebs, Skorpion und Schütze. Mucho, mucho amor.